Hey Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Helly von Hellys Playbase. Das hier ist die V1 von 7 Days to Die und mein Nochturm. Ja. Und ich freue mich natürlich, dass du eingeschaltet hast und wieder mit dabei bist. So, ich habe ein bisschen gebummelt, Leute. Wir haben 4.59 Uhr. Ich kam mitten in der Nacht auf eine super gute Idee. Ich habe euch ja in der letzten Folge gefragt, Turm oder Dach? Ihr habt gesagt Turm. Und weil, ihr seht es da, ich habe hier heute Nacht ein bisschen gebuddelt, ich bin ja vom Händler zurück. Och, Lott, da waren dann schon irgendwie 8 Uhr abends und dann habe ich gedacht, naja, ich habe euch ja gesagt, ich fange erst am nächsten Morgen wieder an. Hab natürlich auf dem Rückweg noch ein paar Autos gelootet, hab eine Schaufel gefunden, bla bla. Hab mir Holz besorgt noch und hab hier gebuddelt und alles Mögliche. Und dann ist es mir wie Schuppen aus den Haaren gefallen. Nein, ich hatte eine super tolle Idee. Jetzt brauche ich aber erstmal die Forge, Leute. Forge. Ich habe schon alles angehangen. Da, 20 Sekündchen. Ich werde hier sowieso umziehen, weil der Platz gefällt mir einfach nicht. Ja, hier ist Wasser. Hier ist alles ungerade und irgendwie da der Hügel. Ich habe versucht, es abzutragen ein wenig und habe nur noch mehr Krater geschaffen. Deswegen ziehe ich da hinten hin, ja. Da kommt die neue Basis hin. Und da gegenüber, ja, kommt dann mein Hordentürmchen hin. Ja, ja. Und heute, habe ich gedacht, ist ein wunderbarer Tag, ja, um zu bauen. Ja, deswegen machen wir das. Ihr habt ja schon den Bau nicht mitbekommen hier von diesem Türmchen. Deswegen habe ich kaum was zum Einschmelzen, außer, naja, ich habe zumindest ganz viel, Moment, ich habe zumindest ganz viel Lehm und Stein. So, die machen wir an, kann schon mal ein bisschen einbrennen. Der ist auch gleich fertig. Kann ich mir noch ein bisschen. Ich kann noch Tee kochen. 5 Stück, immerhin besser als nichts. So machen wir es. Und so. Und ich habe gerade irgendwo gesehen, ich hatte irgendwo. Die brauche ich gleich bestimmt für die Schaufel. Habe ich schon eine Schaufelmod? Nein. Habe ich nicht. Natürlich nicht. So, die Tasche ist soweit leer. Und wir können noch... Mensch. So, wir können uns noch ein paar Pfeile bauen. Die Forge kann einbrennen. Und ich zeige euch mal, wo ich... The Turm hinbaue. Ja, und ich bin umgezogen tatsächlich mit meinem Spielstand auf einen Server. Weil das hat so extrem geruckelt, auch auf der Rückfahrt, Leute. Ich hatte Standbilder. Dann habe ich den Treiber von meiner Grafikkarte schon aktualisiert und es wurde trotzdem nicht besser. Ich habe auch meine Aufnahmeeinstellungen, ich habe mir extra noch Videos angeguckt und. Ich habe jetzt alles nochmal neu gemacht. So, hier habe ich schon mal angefangen. Ja, schon mal auszuhöhlen. Und ja, ich bin jetzt umgezogen auf einem Server. Habe natürlich dadurch die Map nicht mehr aufgedeckt, ja. Hier unten irgendwie stellenweise, ihr seht es, ja, das ist der Weg von Trader Gen. Aber irgendwie ist es nicht mehr komplett aufgedeckt. Oder es braucht ein... Leute, guckt mal hier. Es braucht einfach nur Zeit. Okay, ich meine, ich bin vom Host... Ich bin vom Host-Spiel auf Server gezogen. Da darf er ein bisschen komisch aussehen. Ich weiß ja jetzt, wo Jenny ist. Von daher macht das überhaupt nichts. So, 6.17 Uhr. Ich habe den Server auf 75 Minuten stehen, also keine 90 Minuten mehr. Und Schwierigkeitsgrad ist gleich geblieben. So, und wir machen... was wollte ich denn jetzt? Hier Gebietsschutz? Nee, nicht Gebietsschutz, ich wollte Baublöcke.
Ich brauche, wie viel könnte ich? Oh Gott, ich könnte genug. Wir machen mal 250. So, und stellen das wieder um. Ich habe mir gedacht, ich mache hier mal so ein kleines Becken drunter. Da kommen dann Spikes rein. So. Und ich bin noch am Überlegen, ob das jetzt hier die Horden, der Hordenturm wird. Ja. Oder ob das meine Basis wird. Ich bin mir noch nicht sicher. Ja, wobei meine Basis könnte ich eigentlich... Ruhig, eigentlich... Ich habe schon wieder Sprachfindungsstörung. Könnte ich eigentlich ein bisschen größer bauen. Ja, für einen Hordenturm wird das ja hier vollkommen ausreichen. Zumindest so für die ersten ein, zwei Hörtchen. Und dann gucken wir mal, wie wir was machen. Ob ich vielleicht später nochmal irgendwann umziehe. Oder ob ich hier bleibe, mir hier alles aufbaue. Weil ich glaube, wenn ich später dann das Minibike habe, ist es eigentlich auch egal, ob ich, wo ich wohne. Ich bin ja hier mit dem Grün in der Mitte. Ich habe das ja so ausgewählt, dass der im Center ist. Vom Grünen. Wobei, wenn es der Hordenturm wird, wenn das hier der Hordenturm wird, hätte ich es ja noch ein tiefer machen können. Damit ich hier so eine Grube habe. Ihr versteht mich. Und dann mache ich hier so Rubbelstangen überall hin. Wartet mal. Moment. Ich muss mal eben gucken. Ich muss mal eben gucken, Leute. Ich könnte ein Grübchen machen, ne? Es könnte eine Grube werden. Eine Grube, dann mache ich hier unten Spikes rein. Mache hier noch so Rubbelstängchen. Bin mir jetzt gerade total unsicher, Leute. Nein. Warte mal, gibt es da eine Ecke für? Kriege ich eine Ecke? Eine Ecke. Ich will aber eine... Oh Gott. Warum gibt es denn hier so wahnsinnig viele Blocks? Ecke, da. Ich glaube, das ist gut, ne? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich mache hier eine Grube rein. Ah, dann kann ich es wieder alles abbauen. Jetzt habe ich alles aufgewertet. Toll. Hätte ich mal eher dran denken können. So. Ja, dann bauen wir es halt eben wieder ab. Ist ja auch nicht schlimm. Wo ich immer noch im Überlegen bin. Hordenturm oder Basis? Ich bin mir voll unsicher. Ich meine, ich habe ja eine gewisse Idee im Kopf, Leute. Ja, ich habe eine gewisse Idee im Kopf, wie ich eine Hordenbasis haben möchte gerne. So mit Fallen später. Aber ich glaube, die baue ich dann so oder so ganz woanders hin. Weil die dann wahrscheinlich auch größer wird. Ah, wobei, ich meine, eigentlich, also größer. Größer muss die eigentlich gar nicht sein. Oder? Fragen über Fragen. Mal gucken. Mal gucken. Ich gucke. Ich habe ja noch Zeit. Wir sind jetzt Tag 4. Ja. Jetzt, die Zeit vergeht jetzt etwas schneller, weil wir nur 75 Minuten haben. Und nicht mehr 90. Und dann gucke ich mal, ob das jetzt hier die Horde wird oder meine kleine hübsche Basis. Wo ich mir vielleicht noch eine kleine Mine unten mit reinsetze. Könnte gut werden.
Aber ich glaube, auch hier muss ich aufpassen, weil ich habe das nämlich 5, 5, 5. Ich glaube, da muss ich hier in der Mitte sowieso die Verstärkung reinbauen. Sonst fällt mir das ganze Ding nämlich zusammen. Das ist mir nämlich passiert in der Folge, wo ich so gemeckert habe, wegen dem gewissen Thema, ja. Da habe ich nämlich ja auch den Turm gebaut und habe dann gemerkt, oh scheiße, ich habe vergessen, dass wir hier Statik haben. Ja. Ihr wisst, was ich meine. So, ich sehe hier keine Ecke mehr. Ich möchte jetzt das hier. Früher war das ja gang und gäbe. Also in der Alpha 16 konnte man ja schön so kleine Fallen bauen. Ja. Da waren die Zombies dann drin. Und waren zu doof, rauszugehen. Haben die nicht mehr geschafft. Heute finden die ja Wege. So, und damit die mir nicht direkt davor diese Dinger hauen, mache ich es natürlich hier mit Schrägen. Weil da können sie ja schön hochlaufen. Boah, sag mal, wie oft habe ich denn Durst in diesem Spiel? Durst, Hunger, Pipi, kalt. Schalim. Hier einer guckt. Nein. Ich habe mich in meinem Privatspiel, Leute, ich habe so ein bisschen mich ausprobiert und habe so nach Basenideen, also für eine Hordenbasis, ja, jetzt nicht für eine, nicht zum Wohnen, ja, da habe ich keine hohen Ansprüche. Aber Hordenbasis, da habe ich so ein bisschen geguckt und habe dann auch in meiner Grube gegraben und, ja, da kam dann heimlich still und leise eine Wanderhorde angerannt. Ich habe die nicht gehört und dann sind die alle in mein Loch gefallen. Und ich musste mich erstmal hochframen und naja, die haben dann die Frames natürlich kaputt gehauen, ne? Ich habe geflucht, ich kann's euch sagen, Leute. Ich kann's euch sagen. Ich war not amused. Ich hätte mir vielleicht, weil ich glaube, ich hab ihn, ich hätte mir vielleicht einen Kaffee mitnehmen sollen. So. Aber ich habe ja hier den Grubenjungen schon geskillt auf 2. Habe ich vorhin noch gemacht, bevor ich die Aufnahme gedingst habe. Gedingst vor allem. So, Chefkoch brauchen wir nicht. Prügelpiet ist schon auf 2. Ich könnte, wenn ich in den Standhaftigkeitsbaum gehe. Aber will ich in den Standhaftigkeitsbaum? Ich glaube, ich möchte gerne auch in... Obwohl, ich glaube, Stärke ist nicht verkehrt. Dann setzen wir den da rein, den Punkt. Da ich hier alles aufwerte, dann habe ich bestimmt noch 1, 2 Level-Ups. Dann passt das. Ach, wie gerne hätte ich jetzt einen Hammer. Wie viel Gold, Jetons habe ich denn? 2800. Ich guck mal eben, ob der Trader einen Hammer hat. Wird die ganze Sache natürlich ein bisschen beschleunigen. Beim Aufwetten. Ach so, ja, und ich habe eine andere Friese, Leute. Ich bin nach dem Update von 7 Days, ich bin eingeloggt, ja, und hatte plötzlich grüne Haare. Grün, ja, und diese Frisur. Und die Frisur fand ich eigentlich ganz schick. Deswegen habe ich die gelassen. Ich habe nur die Haarfarbe natürlich wieder angepasst. So. Okay, Fucker. Schnucki, hast du einen Hammer? Natürlich nicht. Schraubenschlüssel hat er. Blasebalg hat er. Hm. Oh, der Vierer Schraubenschlüssel, der lacht mich aber gerade schon an. Ich meine, was soll's, ne? Kostet die Welt. So, egal, wartet mal, wie viel habe ich jetzt noch?
975, warte mal, was hat denn das? Was hat denn das hier gekostet? 720. Erhöht die Tausammelrate. Kaufe ich. So, haben wir, warte mal, hast du noch eine Plane? Und wenn ja, wie teuer? Plane? Wartet mal. Plane? Hat er nicht. Er hat keine Plane, schade. Okay. Ja, ja, ich hau ja schon ab, ist ja gut. Ich bin schon weg. Unfreundlicher Pimpf. Wirklich so unfreundlich. Aber ich glaube, der ist nur nach außen hin so unfreundlich, Leute. Ich glaube, tief in ihm drin ist er ein ganz netter und lieber. Ja. Er macht nur nach außen so den harten Kerl. So. Und ich muss feststellen, ich kaufe seit der V1 echt viel beim Händler. Früher habe ich nie irgendwie was gekauft. Ich habe mich immer nie getraut, ja. Oder ganz am Anfang, wie ich dann halt die ganzen Mats verkauft habe. Damit ich Jetons habe und mir einen Grill und so kaufen kann. Das hätte ich nie gemacht früher, nie. Aber jetzt mache ich's. Jetzt bin ich mutig, jetzt traue ich mich. Aber wenn ich mal alles so viel hätte wie Lehm, ey Leute, mit Lehm kann ich mich totschmeißen, wirklich. Ja, ich habe aber auch wirklich gebuddelt wie eine Bekloppte. Schon als ich den ersten Turm da hinten gebaut habe, habe ich ja auch schon den halben Wassergraben, den habe ich ja... So breit war der ja gar nicht. So, komm, ein bisschen sammeln hier. Aber guck mal, dann kann ich schon ein paar Autos... Wartet mal, was bräuchte ich denn? Was brauche ich denn für die... Ich weiß, ich will viel auf einmal. Arbeitsstation, also den Tausammler kann ich. Guck mal, 7. 7 von 10. 10 brauche ich, damit ich die Werkbank bauen könnte. Das heißt, ich muss auf jeden Fall Bücher finden. Ja, und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war. Irgendjemand hat mir geschrieben, er hat sich jetzt 4x4 gebaut schon. Und ja, ich mit dem Auto kann ich auch nicht umgehen. Davon mal ganz ab. Ich bin einmal mit dem Auto gefahren. Eieiei, Leute, ich sag euch. Aber am schlimmsten ist der Gyrocopter. Mit dem Ding kann ich überhaupt nicht umgehen. Den kann ich nicht steuern. Deswegen werde ich mir hier auch ganz sicher keinen Gyrocopter bauen. Ist das die Mitte? Ja, das ist die Mitte. Darf ich nicht verbaseln, Leute, sonst stürzt mir hier alles ein. So. Guckt mal das auch. Also wenn das der Hordenturm wird, brauche ich auf jeden Fall Platz für Rubbelstangen. Aber da gehen die immer gerne dran. Dann können die sich nämlich da erstmal dran aufhalten. Ich kann schön von oben runterballern. Jetzt bin ich nur am Überlegen, mache ich mir dann oben Luken rein? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, ich mache mir oben Luken rein, Leute. Das wird toll. Ich habe mal eine geile Basisidee gesehen. Beim Javudel.
Da hat der, das war aber für die Alpha 20, glaube ich, damals. Ja, ich höre euch. Die. Ich kann mich ja nicht für einen Namen entscheiden, ne? Gregor, komm. Der Gregor. Guck mal, du kannst deinen Kumpels im Jenseits, kannst du von diesem wunderbaren Turm erzählen. Sagen, Leute, da müsst ihr an Tag 7 hin. Okay, da kommt eine Wanderhorde. Oh, ein Wanderhörtchen. Ich habe im Übrigen eine Stacheldrahtmod gefunden, Leute. Auf dem Rückweg. Und das ging schnell. Die Bertha, die Bertha. Die Bertha und der Björn. Ja, der heißt jetzt Björn. Offiziell Björn hier. Vorher hieß er Dieter, ja, falls ihr euch remembert. Okay. So, und die, glaube ich, nenne ich auch um. Ich glaube, ich möchte, dass sie Annegret heißt. Annegret finde ich voll cool. Du könntest eine Cordula sein. Die sieht aus wie eine Cordula, Leute. Ich glaube, die nenne ich Cordula ab sofort. Cordula? Annegret? Okay, Björn ist schon weg und Andi bleibt Andi. Cordula, Annegret. Muss ich mir merken. So. Ich habe jetzt gerade einen kurzen Schock gekriegt. Ich habe gerade gedacht, ich streame schon wieder, anstatt aufzunehmen. Oh, Leute, weil der Stream-Chat hier gerade rechts unten in meinem OBS angezeigt wird und ich sehe hier gerade Willkommen im Chat. Aber ich nehme auf. Ja, ja. Ich nehme auf. So. Jetzt muss ich das erstmal hier ordentlich managen. Also, da haben wir 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dann habe ich ihn da. Gut, gut, gut. So machen wir es. So machen wir es. Also haben wir von da 1, 2, 3, 4, 5. Ach Leute, was wollt ihr denn alle von mir? Hm? So. Bleibt geschmeidig. Das Bein. 2, 3, 5. Zack. Ach, das wird herrlich, Leute. Das wird einfach herrlich. Ich freue mich schon auf die Horde. Und ich kann ja schon, ich glaube, Level 2 Quests kriege ich jetzt schon, ne? Ja. Eigentlich, um besseren Loot zu kriegen, müsste ich, ja, zum Questen, eigentlich zu Jen. So. Damit ich ordentlichen Loot kriege. Aber da ist natürlich auch gefährlicher und, ne, und schlimmer und härter. Aber es wäre sinnig.
Ich glaube, das werde ich einmal ausprobieren. In der nächsten Folge werde ich mit euch einfach mal zu Jen fahren und dann mal da eine Quest annehmen. Und dann mal gucken, ob ich da bessere Questbelohnungen kriege. Ja, und wenn ich dann sterbe, sterbe ich, dann ist das halt so. Wenn es zu schwer wird, weil 1000 Hunde. Aber mich würde das jetzt echt interessieren, ob ich da eventuell mehr, also besseren Stuff kriege. Ich meine, Game Stage ist ja gerade mal auf 20. Spielt Stadion 20. Mein Gott, ist ja noch gar nichts. Das ist immer so eine stupide Arbeit, ne? Das ist immer so, eigentlich ist das Arbeit, die ich gerne mache, ohne dass ich aufnehme, weil ich dann einfach nur so für mich, so vor mich hin, so träume und einfach aufwerte und die Klappe halt. Ja? Andererseits ist so Bauen immer eine coole Folge, in der man eigentlich ganz viel erzählen könnte, ne? Weil man sich auf nichts wirklich konzentrieren muss. Mir fällt nur gerade nichts Unterhaltsames ein, was ich euch erzählen könnte. Das ist das Problem. Ich meine, wir haben heute Mittwoch. Ich habe nichts, nicht viel erlebt. Gestern war ich krank. Ich hatte gestern so einen richtigen Abschisstag, Leute. So richtig, aber so richtig. Ja, ich keine Ahnung, wo das herkam. Gestern habe ich gedacht, oh. Braucht kein Mensch diesen Tag. Schlapp, müde. Ich wollte erst streamen. Dann hat mein Bruder noch abgesagt. Eigentlich wollte ich mit meinem Bruder einen schönen Horrorstream zusammen machen. So mit Facecam und viel Geschrei und Erschrecken. Mensch, Mädchen, ey, du hast aber echt mega viel Hunger und Durst. Also Durst in dem Fall. So, dann hat mein Bruder abgesagt. Dann habe ich gedacht, na toll, muss ich mir was einfallen lassen, was ich streame. Und dann habe ich so einen müden Turn auf einmal gekriegt. So richtig, ich bin so richtig so, oh. Dann ist mir schlecht geworden. Und dann lief mein Internet nicht und dann war der Tag eh gelaufen. Ja, das war mein Dienstag, Leute. Ja, der war schlimmer als der Sonntag. Schubdi-dubdi-dudi-du. Dann machen wir hier ein paar Leider und Ron. Komm ich da schon dran? Ja, komm ich. Okay, the dog. So, und dann gucken wir mal. Ich wollte Rubbel die Stange. Da gehen die ja als allererstes drauf. Ich glaube, wenn ich den jetzt so baue, wie ich es mir gerade im Kopf vorstelle, ach, dann kann der bis Tag 21 hält der. Locker. Aber schauen wir mal. Vielleicht wird es ja doch die Basis. Was sagt ihr, Leute? Komm, ihr dürft wählen. Soll das die Basis werden, die neue? Ja? Oder der Hordenturm? A für Basis, B für Turm. Na, guck mal, so hab ich euch wieder in die Mangel jetzt hier. Na, jetzt müsst ihr euch noch entscheiden. A-Basis, B-Turm.
Komm, ich mach sofort hier unten schon. Soll der Geiz die ganze Zeit nur am Cobblestone bauen? Und dann brauchte ich ihn doch irgendwie nicht. So. Ja, Leute. Jetzt habe ich 30 Minuten nur Kacke gequatscht. Hab euch wahrscheinlich zu Tode gelangweilt. Ich werde jetzt hier das Türmchen noch so halbwegs fertigstellen. Ja, werde da oben noch die Platten und so mit dran packen. Und dann mal gucken. Ja, wie gesagt, ich gehe aber davon aus, dass ihr sagt, das soll der Hordenturm werden. Ja, das wäre für mich auch okay. Ich werde ihn jetzt hier noch vollenden. Wie ich das Grundgerüst gebaut habe, habt ihr ja jetzt alle gesehen. Und in der nächsten Folge fahren wir dann mal nach Spanien, ja genau. Fahren wir dann mal zu Jen und gucken mal, ob ich da bessere Klamotten für die Quests kriege, Leute. Ja, so machen wir's. Ich freue mich drauf. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch freut. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich ganz besonders freuen. Natürlich über einen Kommentar und übers Mitmachen hier. Ja. A-Basis, B-Turm. Und ja, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag heute. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.